Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Nadine und wir werden heute ein kurzes 10-minütiges Rückentraining machen. Los geht's! Wir fangen erstmal an mit beiden Füßen parallel auf der Matte. Fußspitzen zeigen nach vorne, Knie sind leicht gebeugt, die Hüfte wird aufgerichtet und das Brustbein öffnet sich. Sehr schön. Erstmal den Kopf auch in Verlängerung der Wirbelsäule lassen, das Kinn so ein bisschen ranziehen und wir fangen langsam an zu schwingen. Natürlich ist es normalerweise wichtig, dass man sich vorher gut aufwärmt und auch nachher ein sehr ausführliches Cooldown macht. Das werden wir heute allerdings auslassen, einfach aufgrund der Kürze des Videos. Das kannst du aber gerne natürlich vorher oder nachher dann auch noch nachholen. Sehr schön. Wunderbar. Wir kreisen erstmal die Schultern ganz locker rückwärts. Schön die Tendenz auch nach unten ziehen. Ganz wichtig, das Lachen nicht vergessen. Sehr gut. Atmen noch ganz ruhig. Und noch 4, 3, 2. Wir wechseln die Richtung, kreisen nochmal nach vorne, wieder schön nach unten die Schulter auch ziehen. Ganz lang machen. Sehr gut. Dadurch, dass wir uns ja jetzt das ganze Video insbesondere auf den Rücken beziehen, achte immer schön drauf, dass der Bauch auf Spannung ist, der Rücken gerade. Sehr gut. Noch 3, 2 und wir lösen. Sehr schön. Stell dich ein bisschen breitbeiniger hin. Fangen wir gleichmäßig an zu schwingen und wir werden ein bisschen schneller vom Tempo her. Schön mit der Ferse in die Matte gehen, wir lehnen uns leicht nach vorne, der Bauch ist auf Spannung, Rücken gerade, Schultern tief. Sehr schön und wir nehmen die Arme einmal mit nach vorne. Halten das Ganze erst einmal. Je weiter wir die Arme vom Körper wegnehmen, umso mehr müssen wir arbeiten mit der Bauchmuskulatur, mit der Rückenmuskulatur. Also die komplette haltende Muskulatur, was also ganz wichtig ist für dieses Video. Sehr schön. Wunderbar. Daumen zeigen nach oben, Handflächen zueinander. Sehr gut. Wir öffnen die Arme, Daumen gehen nach hinten und wir halten. Atme ganz ruhig. Und wenn du soweit bist, dann ziehe immer, wenn du in die Matte runterkommst, die Daumen noch ein Stückchen weiter nach hinten. Schön die Schulterblätter zusammen. Wunderbar. Sehr gut. Spürst du deine Schultern schon? Arme werden auch langsam schwer. Ruhig atmen. Sehr gut. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und lösen. Wunderbar. Einmal die Arme ausschütteln, dass die nicht ermüden. Wir lehnen uns wieder ein bisschen weiter nach vorne. Die Schwingung wird leichter, bis wir stehen bleiben. Sehr gut, die Arme gehen vor den Kopf, Handflächen zeigen zueinander, ein bisschen breiter als schulterbreit auseinander und wir rotieren im Oberkörper. Achte bitte darauf, dass wirklich nur ab dem Brustkorb aufwärts die Rotation durchgeführt wird. Bauch bleibt auf Spannung. Noch 3,
zwei. Und das letzte Mal. Wir kommen wieder nach vorne. Sehr schön. Arme einmal locker lassen. Die Arme gehen vor den Körper. Wir fangen an zu schwingen. Und wir machen ganz klitzekleine Bewegungen auf und ab. Die Handflächen gehen auf und ab. Schön auf Spannung lassen, schön gerade lassen die Arme. Sehr gut. Das ist besonders gut für die kleinen Muskeln im Rücken, die die Wirbelsäule entlang gehen, dass die mitarbeiten müssen. Wahrscheinlich spürst du es auch gleich zwischen den Schulterblättern. Sehr gut. Wir wandern mit den Armen ein bisschen weiter nach oben. Auf Brusthöhe. Sehr gut. Halten noch. 4, 3, 2, 1 und lösen. Sehr gut. Die Arme nochmal ganz locker lassen. Wir nehmen die Handflächen jetzt nach vorne. Arme wandern ein bisschen hinter den Rücken und wir ziehen nach hinten. Jedes Mal, wenn wir in die Matte kommen, schön nach hinten ziehen. Rücken weiterhin gerade lassen. Sehr gut. Die Bewegung kommt aus dem oberen Rücken, also schön die Schulterblätter wieder mit einsetzen. Besonders gut auch für Bürotätigkeiten, wenn ihr viel sitzt. Sehr gut. Wunderbar. Wir wandern mit den Armen ein bisschen weiter nach oben. Auf Schulterhöhe. Ziehen weiter nach hinten. Schön. Noch 3, 2, 1 und lösen. Wir wechseln zu einem Seit-zu-Seit-Schritt. Also schön das Gewicht verlagern. Wunderbar. Und wir nehmen die Arme in eine Ruderbewegung mit ran. Also schön nach hinten ziehen. Brust bleibt vorne. Locker. Wunderbar. Wir halten das Ganze. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und lösen. Sehr gut. Die Arme mal ganz locker mitschwingen. Denn auch durch das Schwingen tun wir ganz viel für unseren Rücken. Die Zellen müssen arbeiten durch den physikalischen Wechsel. Das heißt, gerade die kleinen Muskeln, die wir auch nicht aktiv ansteuern können, werden hier wunderbar durchblutet, angeregt, dementsprechend auch gestärkt. Und das Ganze gilt auch für die Bandscheiben. Ja, also mal ganz ruhig schwingen, Schultern schön unten lassen, Bauch ist auf Spannung. Wir kommen wieder in einen gleichmäßigen Schwung rein, beide Füße parallel, nehmen die Arme vor den Körper, sehr gut, und öffnen, ganz locker, sehr schön. Wir werden ein bisschen schneller. Gehen schneller auf und zu. Achtet darauf, dass hier auch die Bewegung wieder schön aus dem Rücken kommt. Mit den Armen auf einer Linie bleiben. Sehr gut. Wunderbar. Wir machen weiter. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Arme bleiben an der Seite.
Sehr gut. Und wir wechseln zur Bewegung nach oben. Schön hochziehen. Sehr gut. Halten das Ganze. Nochmal atmen. Und 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und lösen. Sehr schön. Nochmal alles ausschütteln, die Arme lockern, mal die Schultern kreisen ganz kurz. Sehr gut. Perfekt. Wir kommen langsam zum Stehen und haben es auch schon geschafft. Die 10 Minuten sind um. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du schaust bei einem anderen Video wieder rein. Schönen Tag noch.